Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4, die Bamberg Mod. Und wir starten mit einem medizinischen Notfall. Das heißt, direkt hier, zack. Da müssen wir hin. Einen RTW brauchen wir, den wir dann mal direkt, wo ist denn hier die Straße? Kommen wir da auch rein? Ja. Okay, dann direkt hier. Jetzt hat sich mein Spiel verkleinert, warum auch immer. Notfalleinsatz für den Johannes Bamberg 71.1. Ich wiederhole, Notfalleinsatz für den 71.1. So, und jetzt haben wir das. So, das ist jetzt gerade mein zweiter Aufnahmeversuch. Johannes Bamberg 71.1. Lass mal kurz die Durchsagen durchgehen. Da soll eine Person umgefallen sein. Bamberg, Flugstraße ist verstanden. So, zweiter. Notkreuz Bamberg 76.1 zum Notarzteinsatz nach Bamberg in die XY-Straße. Notarzteinsatz Bamberg XY-Straße. Na, kommt noch was? Verstanden. Einverstanden. Okay, so. Jetzt kann ich aber. Zweiter Aufnahmeversuch. Ganz einfach Hintergrund. Beim ersten Aufnahmeversuch, ich habe 3 Folgen aufgenommen schon, hat es mir bei allen 3 Folgen, warum auch immer, die Ingame-Audio-Datei zerschossen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Wenn ich das so nebenbei hier in meiner Software beobachte, dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und ja, das heißt, alles, was ich schon gesagt habe, sage ich jetzt gleich nochmal, denn es gab auch ein paar Kommentare von euch unter den letzten Bamberg-Folgen. Da komme ich dann auch gleich dazu, sobald wir hier den Patienten hier an der Versorgung haben. Du bleibst da. Ist nicht deine Aufgabe, ja? So, ihr holt nämlich schon mal die Trage hier raus. So. Zum einen war die Frage, woher hast du die Bamberg-Mod? Was gibt's auf dem Weg? Das ist gar nicht so einfach. Oh, das ist gerade so nochmal. Gut gegangen. Das ist gar nicht so einfach gewesen, die Bamberg-Mod zu bekommen. Ich hatte sie früher schon mal. Hab sie dann nicht mehr gefunden, keine Ahnung, wo die geblieben ist. Und dann habe ich lange gesucht. Ich habe gegoogelt, einfach nur nach EM4 Bamberg Mod bzw. Bamberg Mod 2.0 und habe sie dann in einem englischsprachigen Forum nochmal gefunden zum Download, weil im Emergency Forum selbst gab es die nicht mehr. Ja, und so habe ich die dann nochmal gefunden. Ich kann euch aber leider nicht mehr sagen, welches Forum das wirklich war. Ich habe es mir jetzt nicht auf Favoriten oder so gelegt. Ich war glücklich, dass ich die gefunden hatte. Und damit war die Sache für mich auch erledigt. Deswegen kann ich euch da leider nicht weiterhelfen, außer euch an Google verweisen. Gebt es bei Google ein, EM4 Bamberg Mod, Bamberg Mod 2.0. Dann ein bisschen suchen, ein bisschen Geduld mitbringen, wirklich jede Seite angucken. So bin ich dann auch drauf gestoßen. Also ich habe lange gesucht. Das war das eine. Das zweite war eventuell, ob die Funksprüche, ob man die ein bisschen lauter machen könnte. Prinzipiell möglich. Ich werde es versuchen beim Schneiden. Das betrifft dann die Ingame-Audiodatei. Also die Funksprüche selbst sind keine separate Audiodatei, sondern es ist im Ingame-Sound mit dabei und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass dann nicht der gesamte Ingame-Sound irgendwo zu laut ist, beziehungsweise muss das dann eventuell diese Stellen dann separat nochmal schneiden und bearbeiten. Ich werde sehen, was ich machen kann, dass sie vielleicht ein klein wenig lauter werden, ein klein wenig verständlicher und kann aber an der Stelle jetzt mal nichts versprechen. I will do my very best. So, dann war das. Danke, hab's. Was gab's denn noch? Ich glaube, das waren die 2 Dinge. Ja, genau. Also das dazu. Und ja, ist soweit, ist transportfähig.
Passt. Nehmen wir auf. Ich hoffe, dass jetzt die Aufnahmesession, also die zweite Aufnahmesession, die ich hier an der Stelle mache, jetzt glückt. Und das Ganze auch funktioniert und ich nicht da sitze dann, wenn ich wieder aufgenommen habe und nochmal von vorne beginnen darf. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch so 2-3 Folgen Bamberg Mod machen. Und dann gehen wir mal in die nächste. Ich muss mal gucken, was ich noch habe. 46 hört. An Mods, das weiß ich jetzt gar nicht, welche wir noch gar nicht hatten, die ich noch drin habe. Da muss ich, wie gesagt, selbst mal nachgucken. Und ja. Ach ja, zum zweiten Aufnahmeversuch gibt es noch was zu sagen. Es ist nicht nur der Ingame-Sound gewesen, sondern auch Mikrofon. Mikrofon hat auch ein bisschen Probleme gemacht. Und zwar habe ich mir ein Noise-Gate-Filter noch drüber gelegt, ein bisschen rumgespielt und so weiter. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert bislang. Mit Ausnahme eben hier bei Emergency. Warum auch immer, den habe ich jetzt rausgenommen. Werde ich so nochmal nachbearbeiten dann das Ganze. War ein bisschen ärgerlich das Ganze. Da hätte ich es nachvertonen müssen nochmal die Folgen. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm gewesen, hätte ich dann eben gemacht. Aber ärgerlich war halt, dass der Ingame-Sound auch weg war. Deswegen muss ich jetzt nochmal aufnehmen. Aber mir macht das Spiel Spaß, also habe ich damit auch kein Problem, das nochmal aufzunehmen. Und dann werden wir weiter. Ach ja, doch, jetzt weiß ich, was noch war. Eine Frage war noch, und zwar, ob bei mir auch immer nur 3 Einsätze kommen würden. Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Und zwar so, dass immer die 3 gleichen Einsätze kommen würden. Wenn die Frage so gemeint war, dann kann ich sagen, nein, das ist bei mir nicht so. Ich habe schon mehrere verschiedene Einsätze gehabt. Was ich hatte, ist Einsätze, die nicht ganz funktionieren. Zum Beispiel ein Taschendiebstahl, dass aber der Taschendieb nicht angezeigt wurde. Das heißt, ich konnte diesen Auftrag dann überhaupt nicht abschließen. Wenn es so gemeint war, dass ich nach dem dritten Einsatz keine Einsätze mehr kommen, auch das kann ich verneinen, auch da hatte ich schon mehrere. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher, vorher in der vorherigen Aufnahmesession musste ich sagen, kann ich nicht mehr Gewissheit sagen, weil da wusste ich es noch nicht. Jetzt weiß ich es, es waren nämlich in der letzten Aufnahmesession, also als ich eigentlich schon mal 3 Folgen aufgenommen hatte, waren es 5 oder 6 verschiedene Einsätze, die kamen. Und auch ständig ineinander kam. Ich hoffe nur, dass mir das Spiel jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht. Moment mal. Fahrzeug 44 hört. Fahrzeug 45 hört. Fahrzeug 30. Fahrzeug 45. Fahrzeug 8. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Könnte ich den 71.1 bitte noch mal kurz haben? Den hätte ich ganz gerne noch mal hier. Weil ich glaube, ich habe den nämlich auf den Parkplatz geschickt, anstatt ins Krankenhaus. Und den bräuchte ich jetzt noch mal. Ich weiß nämlich nicht, wo der genau steht. Johannes Bamberg 71.1. Sie fahren Bamberg 71.1 Straße. Da soll eine Person umgefallen sein. Deswegen bräuchte ich den nicht. Straße ist verstanden. Weil der müsste eigentlich noch den Patienten nämlich drin haben. Und ja, da kommt er. Da ist er nämlich. Du fährst jetzt zum Klinikum, bitte. Weil sonst schließen wir das Ganze natürlich nicht ab. Bisschen schneller, komm. Das ist ein Notfall, den mussten wir wiederbeleben. Das war blöd, war dumm. Der muss jetzt erstmal ab in die Klinik und muss ja abliefern. Ich hoffe, dass er das jetzt auch macht. Ja, jetzt fährt er rüber. Okay. Jetzt haben wir das nämlich auch erledigt. Dann müsste nämlich auch gleich der nächste Einsatz kommen. Ja, akuter Myokardinfarkt. Guck mal, ein Pferd und noch ein Pferd.
Noch ein Pferd. So, jetzt warten wir auf den nächsten Einsatz. Mal gucken, was kommt. Vielleicht wieder ein Brand. Ich bin gespannt. So, der Johannes Bamberg 71.1 ist wieder einsatzbereit. Status 2 ist durchgegeben. Das heißt, den können wir auch wieder anwählen. Wir könnten in der Zwischenzeit mal nach, ja? Zack, ausblenden. Ausblenden. Dann was gibt's? Hier ausblenden. Hier waren wir noch nicht, ne? Und ausblenden. Gut, das ist ausgeblendet, das Ganze. Das können wir auch mal einblenden. Ja. Weißt du, ob wir das schon mal gemacht hatten in einer der letzten Folgen? Ja, so schaut das Ganze dann aus. Im Endeffekt. Ja. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie hier nur Stuss gequasselt habe, ja, von wegen mit den Einsätzen und so weiter. Weil ich warte gerade auf den nächsten, ehrlich gesagt. Wir könnten in der Achtung, randalierende Zivilperson. Gut. Festnehmen und abtransportieren. Können wir nicht? Wenn nötig, versorgen Sie alle einen Opfer Randalierer und transportieren Sie ab. Zack. Mach inne. Los, Streifenwagen. Wo ist er denn? Fahrzeug 43 hört. Jetzt aber zackig, gell? So, jetzt wird er nämlich angezeigt. In der letzten Session hatte ich nämlich das Problem, hier war auch ein Taschendiebstahl. Das ist das, was ich gemeint hatte. Und da wurde der eben nicht angezeigt. So, in der Zwischenzeit können wir schon mal den 71.1 holen wir jetzt gleich mal hier hin. Notfalleinsatz für den Johannes Bamberg 71.1. So, machen wir mal schneller. Notfalleinsatz für den 71.1. Weil sonst liegt nämlich gleich der nächste. Tja, da liegt ja schon der nächste. Johannes Bamberg 71.1. Sie fahren Bamberg Straße. Da soll eine Person umgefallen sein. Ach. Bamberg Straße ist verstanden. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall gleich noch einen zweiten hinterher. Dann nehmen wir den 71.4 einfach mal. Mal gucken, wo der ist. Hintergrundrettungsdienst haben wir auch noch. Anfang natürlich mit Sonderrechten. Einsatz für den Rotkreuz Bamberg 71.4 zum Notfalleinsatz. So. Das heißt, den Kandidaten haben wir schon mal. Du steigst schon mal ein. Den lassen wir mal da, weil den könnten wir nämlich gleich mal behandeln lassen dann auch noch. Dann ist der nämlich wieder fit und ich glaube, ich werde einfach mal einen NEF nochmal dazu holen. Sicher ist sicher. Weil es dauert ein bisschen, bis die nämlich hier sind. Und deshalb, gut, der 71.4 war jetzt nicht gerade die beste Idee. Überörtliche Kräfte haben wir auch noch. Mann. Aber Intensivhelikopter wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Wir warten auf die Kandidaten, die da kommen. Und während wir warten, würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir diesen Einsatz hier abarbeiten. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.